Hallo Leute, mir ist warm. Wir haben heute Donnerstag und es war schon wieder 30 Grad. Ist euch auch die letzte Zeit so warm? Ich habe gar keine Lust, Videos zu drehen, weil mir so warm ist mit der Tageslichtlampe. Gerade hat die mir einmal angefangen. Es ist 10 vor 10. ja, ich wollte mir noch das Eröffnungsspiel anschauen und deswegen habe ich gesagt, danach trainiere ich, weil das Fußballspiel eigentlich interessiert mich gar nicht. ja. Auf jeden Fall ist es abends, es ist Donnerstagabend, die WM hat angefangen. Wuhu, Deutschland! Ja, ich bin Deutschland- und USA-Fan. Ja. auf jeden Fall. Wie ihr bestimmt schon oben am Titel, unten am Titel, Seite, keine Ahnung woher das, wo ihr den Titel gesehen habt. Es geht heute einfach um Sommeroutfits. Teilweise habe ich diese Outfits auch schon getragen. Und ich finde sie einfach dieses Jahr perfekt für den Sommer. Und ja, ich hoffe, euch gefallen die Outfits. Und wir starten ins Video. Also, das Kleid ist von H&M und die Schuhe sind von Mango. Und ich finde es einfach super sommerlich, weil es ja auch heiß draußen ist und hinten rückenfrei. Und das Material hat so ein Bikini-Material und deswegen finde ich es so perfekt. Dann beim zweiten Outfit, das ist eher so ein stylischer Ding. Da ist das T-Shirt von Brandy Melville, das Hemd von H&M, die Shorts von Topshop und die Schuhe von Humanic. Finde ich auch ganz toll für den Sommer, wenn es ein bisschen kälter ist. Dann das dritte Outfit ist für kältere Sommertage. Und zwar ist das Tanktop einfach von Esprit, die Hose von Topshop und die Ballerinas von H&M. Und ja, das finde ich eigentlich ganz perfekt, wenn es so regnet. Da tut man noch einen Blazer oder eine Strickjacke drüber. Dann beim vierten Outfit, da ist das Top bzw. Bluse von H&M, die Leggings von Zara und die Schuhe von, ja, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Dann, da ist das Oberteil von Pimkie, der Rock von Topshop und die Schuhe von Mango. Das finde ich auch ein Ausgeh-Outfit, aber auch sommerlich. Das war's. Okay Leute, so das waren meine Sommeroutfits. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Wenn ja, einfach einen Daumen hoch. Und wenn ihr spezielle Outfits-Videos sehen wollt, wie eine Hochglanz-Leggings, eine Nylon-Trikot-Leggings, bunte Pullis mit Lederjacke, alle Lookbooks, die ich schon hochgeladen habe, dann kommentiert das unten drunter. Und wie immer könnt ihr für nächste Woche Mittwoch entscheiden, was ihr sehen wollt. Vielleicht ein Schminktutorial oder eine Routine oder ein Kochvideo oder ein DIY-Video. Oder ein Outfit-Video. Oder ein Get Ready With Me, Summer Edition. Keine Ahnung, das könnt ihr wie immer unten drunter kommentieren. Oder mir auf Instagram, Facebook, Twittern, posten. Ja. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Sonntag und eine schöne Woche. Für mich ist jetzt die zweite Woche. Ferien gleich dann, wenn ihr das Video seht. Und das ist nur noch eine Woche, bis ich meinen Abschluss fertig mache. Ja, deswegen bin ich unter Zeitdruck und ja, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Und ja, die WM hat angefangen. Ja, morgen nicht vergessen, Deutschlandspiel. ja, tschüss.